Im Gedränge wissen die Münchner zuerst nicht, wer den Ball hat. Denn beim Football kommt es vor allem darauf an, dass die Mitspieler ihre Gegner blockieren, damit diese gar nicht erst auf die Idee kommen, den Spieler mit dem Ball anzugreifen. In dieser Einstellung können Sie es alles ganz genau noch einmal sehen. Riesenfreude natürlich bei den Ansbachern über den kleinen Grizzlybären Jesse DeBerry. Der wichtigste Spieler beim Football ist der Quarterback, der Spielmacher und Kopf der Mannschaft. Bei Ansbach ist es die Nummer 11, Willy Horace. Der hier den Ball einmal nicht abgibt, sondern es auf eigene Faust versucht. Fast 30 Meter Raumgewinn brachte ihm dieser schöne Lauf. In dieser Szene sehen Sie den Quarterback als Ballverteiler. Es kommt dabei vor allem darauf an, dass die Mitspieler ihren Quarterback vor den Angriffen der Gegner schützen, damit dieser in Ruhe den Ball passen kann. Horace macht's ausgezeichnet und die Nummer 86 Strauß fängt den Ball. 30 Meter sind gewonnen, auch wenn Strauß vom Münchner Franz Bayer zu Fall gebracht wird.